Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich habe die letzten zwei Bosse in Dark Souls 3 gefunden. Es sind die schlimmsten Bosse als letzte Bosse, die ich mir eigentlich vorstellen kann, weil es ist einmal ein riesengroßer Boss, dass man nicht mehr mit der Kamera klarkommt und nicht mehr weiß, wo man hingucken muss. Man keine Ahnung hat, was der Gegner macht, weil er so groß ist, dass man einfach nicht erkennt, was er tut. Und der andere ist ein etwas kleinerer Boss, der zappelt und Magiezeug macht. Das ist alles. Ich hasse alles daran. Ich hasse alles daran. Aber zumindest einer von beiden wird in dieser Folge fallen. Los geht's. Ah, sehr geil. Stellt euch eine Szene aus einem Fantasy-Film vor, in dem der Ritter gegen einen Drachen kämpft und der Ritter die ganze Zeit so: Echt jetzt? Zweimal die gleiche Attacke? Oh, das ist so lame, ey. Bin ausgewichen, Alter. Ich sehe nix. Würde ich gucken. Ja. So ein Standardsatz, hör auf damit. Hey, lass mich. Diese verdammte Kamera im Mittelalter. Hey, das wäre mal was. So ein Third-Person-Film, in dem man alles so ein bisschen aus der Third-Person sieht. Und dann manchmal einfach so Szenen kommen, in denen man gar nichts erkennt. Die Kamera so in der Wand drin ist oder sowas. Das wäre doch mal was. Oh nein, oh nein, verdammt. Ich sehe nichts. Hilfe, wo bin ich? Was passiert hier? Was ist passiert? Also ich stelle mir diesen Film relativ witzig vor. Man muss diese Witze mit der Kamera und solchen Kommentaren muss man dann schon so ein Souls-Film. Wie würde man Dark Souls verfilmen? Ungefähr so. Glaube ich. Also wenn du Dark Souls verfilmen wollen würdest, dann müsstest du auf jeden Fall die Spielererfahrung ganz klar mitnehmen. Ganz klar mit reinnehmen in den Film. Oh Gott, ich bin tot. Ja, nicht tot, aber. Ja, ich habe halt wieder nicht gesehen, was er tut. Ach so, ja, zweimal, genau, perfekt. Ah, nach vorne wegrennen ist besser vielleicht, weil er brutzelt so ein bisschen hinter sich. Kann das sein? Ja, ich glaube, nach vorne von ihm wegrennen ist besser in dem Moment. Mist.
Okay, wenn er nach hinten geht, sprintet er nach vorne. Und wenn er nach hinten mit Feuer geht, kommt der hier. Der ist aber relativ easy. Was passiert? Weiß es nicht. Ah, Laser. Oh nein. Mist. Okay, warum auch immer er in dem Moment jetzt nur einmal zugehauen hat. Bisher hat er immer zweimal zugehauen. Das ist eher sehr, sehr, sehr ärgerlich, dass ich mich hier nicht drauf verlassen konnte, was er tut. Ah, das ist ein dummes Pattern für mich gerade. Sau dummes Pattern für mich. Geht gar nichts rein. Es geht gar nichts rein. Nichts ist so gekommen, wie ich es gelernt hatte. Er hat plötzlich fünfmal zugehauen, dann hat er nur einmal gehauen und danach Drachenfeuer gemacht. Dann war, was war denn noch alles anders als bei allen vorigen Runden gegen ihn? Also dreimal ja, dreimal hat er mal zugehauen, genau. Normal haut er dreimal, wenn der Schwung so von der Seite kommt. Diesmal hat er es fünf oder sechsmal gemacht. Dann war irgendwo keine Pause zwischen irgendeiner Attacke, die er bisher eigentlich immer hatte. Ach ja, war ein ganz komisches Pattern in dem Moment. Hoffen wir, dass es dieses Mal ein bisschen besser aussieht. Ich habe versprochen, diese Folge entweder ihn oder den guten Gale zu killen. Einer von beiden muss sterben. Deshalb ist die Folge 4 Stunden lang. So lang will ich eigentlich nicht machen. Ach, come on. Alles schon wieder rigged hier. Alles schon wieder rigged. Ah. Scheiße, jetzt lese ich Chat, ne? Tries in 4 Stunden zusammenschneiden. Wie viel? 350 Tries bräuchte ich? Wie viele Stunden bräuchte man dafür?
Wie lange brauche ich vom Leuchtfeuer bis hierher? Wie viele Minuten sind das? So 2, 3? Wie viele Minuten wären dann 350? 700 Minuten? Das wären. So 10 Stunden? Ja, das ist schon ein bisschen was in dem Fall. Ist schon wieder die Kamera nicht so gewesen, wie ich sie gerne brauche. Keine Ahnung. Ach so, da kommt dann der. Ja, okay. Ich treffe ihn auch nicht, ne? Da, schon wieder die Kamera einfach den Fokus verloren, ne? Grundlos. Zu spät gesehen, was kommt. Und dann keine Zeit gehabt aufzustehen. Und wieder fünfmal gehauen und wieder von oben. Schissenes Pattern. Ich bin in der Ecke. Was soll ich machen? Richtig beschissenes Pattern an dieser Stelle. Kann ich nichts tun. Über 15 Stunden. Von jedem Try die letzten 10 Sekunden und den erfolgreichen in voller Länge am Ende wäre cool, ich weiß nicht. Weiß nicht, ob das cool wäre, ehrlich gesagt. Ich kann es ja mal mit Radan probieren. Weil Radan ist gerade aktuell, glaub auch recht spannend zu gucken. Und der Radankampf ohne Summons
ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Angelegenheit. Ja, klar. Ja, genau. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, 15 Minuten Drache. 15 Minuten. Gell, let's go. Bisschen Abwechslung hier rein bringen in die ganze Nummer. Sonst wäre das ja hier langweilig, oder? Was heißt überhaupt Sklavenritter? Wie kann denn ein Sklave ein Ritter sein? Oder beziehungsweise, wie kann ein Ritter ein Sklave sein? Autsch. Autsch, autsch, autsch. Oh, come on. Ah, nee. Nein, ich habe so ein schlechtes Timing. Da hatte ich das schlechteste Timing für die Rollen, das man sich vorstellen kann. Ich habe genau beim... Als er losgelegt hat, habe ich gemerkt, ups, nee, m-m, so nicht. Das wird nix. Oh, ich würde ja so gerne nochmal den namenlosen König lernen. Anstatt diesen hier. Scheiße. Julius, ich bin übrigens wirklich gespannt, was du da wieder für einen Clip rausgesucht hast. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich gesagt haben könnte, dass irgendwie, wenn die Eltern nach der Note fragen, sein könnte. Ich bin wirklich gespannt. Thank you.
Oh oh. Naja. Diesmal machst du keinen Hüpfer am Ende. Dafür kommt er jetzt. Warst du ein bisschen angepisst, dass ich so weit weg war, ha? Huh? Ey, okay. Scheiße. Okay. Nochmal gut gegangen. Ach, fuck off. Ja, genau. Mit dem schlimmsten Scheiß fängt er an. Alter, der Scheißmantel. Nee, ach komm! Keiner braucht deine dumme Armbrust. Ach ja! Ja! Klar! Oh Mann, ey! Scheiße, ich hab nichts mehr zu saufen. Nichts mehr zu saufen, das war's für mich. Ah, schade. Ey, dass ich aber auch wieder so ein Pattern. Dass er mich. Diese dumme Gatling-Gun-Armbrust. So richtig, um den Spieler abzufacken, ey. Ja, ich muss mich kratzen. Ging halt nicht jetzt. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Bin ich mit dem anderen Schwert irgendwie weitergekommen? Nee, ne? Nee, mit dem anderen Schwert hatte ich nur Probleme. Ich habe ihn zwar öfter mal gestaggert, also schneller hintereinander, dass er seine Attacken nicht machen konnte. In der ersten Phase waren die Doppelschwerter. Diese gigantischen Doppelschwerter ganz cool in der ersten Phase. Aber in der zweiten Phase sind sie, glaube ich, eher unnütz.
Wie ich immer denke, ich kann da einen dritten hinterhersetzen, aber es geht halt einfach nicht. Ich kann da keinen dritten Schlag hinterhersetzen. Scheiße. Ah, das hat sich so gut angefühlt. Das hat sich so gut angefühlt. Und dann bin ich dumm ausgewichen. Und zu früh. Zu früh, zu panisch gewesen hier an der Stelle. Ah, ärgerlich. Du, blöder Sack. Warum habe ich jetzt da Schaden bekommen? Der verhält sich halt vom Moveset sehr, sehr ähnlich zu dem, was der Spieler macht. Ich find's schade und langweilig, die Rollerei, ne? Also mir macht das... Ich find's immer noch nicht so geil. Da taugt mir das bei Elden Ring schon tausendmal besser. Da habe ich wenigstens ein bisschen die Wahl, ob ich auch mal einen Gegner anders bekämpfe. Aber hier muss man ja in jedem Kampf rumrollen wie so ein junger Akrobat. Okay, ja. Dann darf ich halt nichts machen, bis meine Ausdauer wieder ganz voll ist. Kann ich auf B hämmern, so viel ich will. Erst als die Leiste voll war, durfte ich wieder rollen. Das ist neu. Das ist neu. Okay.
Ah. Unnötig, dass er mich da getroffen hat. Sehr, sehr unnötig, der eine Treffer da an der Stelle. Was zum Teufel war das denn? Nee, ach ja, die Homing. Ach. Das Schwert, das im Boden nachzieht. Ah, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh. Hat mich jetzt wieder gekillt. Das Schwert, das im Boden nachzieht. Denk an Dark Souls 2. Vielleicht wird dadurch das DS3-Gameplay attraktiver. Nun, also, ja, ey, Gameplay an sich. Ja, passt schon. Es hat halt so seine Schwierigkeiten. Und bei so einem Spiel, bei dem es Achso, du meinst jetzt, weil ich vorhin gesagt habe, ne, mit Elden Ring ist besser, weil man da ein bisschen die Wahl hat, wie man kämpft und nicht die ganze Zeit so wild durch die Gegend rollen muss. Ja. Du, da ist doch Dark Souls 2 genau gleich. Also, macht doch hier keinen Unterschied an der Stelle. So, gut. Sklavenritter Gale. Will nicht. Will nicht. Macht viel Unfug. Doch hier. Sklavenritter Gale macht viel Blödsinn und Unfug. Zappelt hart durch die Gegend. Kämpfen wir doch lieber mit Kameraproblemen. Das ist doch besser, oder? Jetzt noch den Rauchritter auch noch hinterhersetzen, ja. Der ist ja auch noch offen, ja, ja. Ja, es müssen harte Brocken sein, hey, von mir aus. Kein Problem, aber was mich halt tierisch ärgert, ist, dass es zwei Mechaniken sind, die ich halt ums Verrecken nicht ausstehen kann. Da hat es halt mich persönlich getroffen. Ne, das ist... Ich persönlich hasse diese Zappelei und riesige Gegner, so. Ja, und die beiden Bosse sind beide, das sind halt das. Der eine zappelt wie wild und hat auch noch AOE-Magiezeug, was ich ja auch nicht besonders toll finde. Und der andere ist riesengroß und macht Kameraschwierigkeiten. Es sind, ja, wäre cooler gewesen. Wenn einer von beiden irgendwie schön gewesen wäre für mich, aber was soll ich machen? So ist es jetzt halt, ne? Für mich persönlich taugt das nicht. Macht keinen Spaß. Weil man halt auch gar nichts sieht, ne? Gar nichts, man sieht gar nichts und weiß nicht, was er macht. Teilweise ist man mit der Kamera im Gegner drin. Ja, so ist es halt, ne?
Ja, so ist es halt. Müssen harte Brocken sein, ja. Leider, leider sind sie für mich besonders hart, weil die Mechaniken mir halt auch noch keinen Spaß machen. Und das ist tatsächlich jetzt einfach nur Fleißarbeit. Das ist für mich jetzt ganz böse Fleißarbeit. Gehört hier auch dazu, zu dieser ganzen Nummer. Definitiv. Rein theoretisch. Ich kann ihm doch eh nur einen Treffer geben mit meinem Schwert. Zwei Treffer. Rein theoretisch müsste doch eigentlich dieses Doppelklingenschwert mehr Schaden machen, oder? Nee, wenn ich zwei Treffer mache mit 300, 90, 432, mit 432. Zwei Treffer sind 800. Nee, dann mache ich, das macht mehr als das. Wait. Was habe ich denn hier das letzte Mal gerechnet? Ah doch, 500 irgendwas, das sind 800. Und hier kriege ich keine zwei Treffer raus, glaube ich. Ich könnte es nochmal probieren, ob ich mit den dicken Doppelklingen, ob ich da vielleicht zwei Treffer rauskriege. Aber ich glaube fast nicht. Das sind keine Doppelklingen, sondern die zwei Ultra-Großschwerter, so zwei Schwerter. Da, warum? Warum bin ich in dem Moment aus dem Fokus gegangen? Der Drache bewegt sich doch nicht mit so einer hohen Geschwindigkeit, dass die Kamera nicht hinterherkommt. Er stand oben und ist mit seinem Kopf nach unten gegangen. Warum geht die Kamera da aus dem Fokus raus? Das verstehe ich nicht. Das macht doch keinen Sinn. Weil meine Kamera bleibt dann nach oben gerichtet. Und sein Kopf ist plötzlich unten weg vom Bildschirm. Also, sorry, das war Quatsch wieder. Wieder nicht aufgepasst. Ach, dieser Zugang ist ja auch doof, ne? Ich meine, ist euch das nie aufgefallen, dass das so schlecht ist in Dark Souls teilweise mit der Fokussierung der Gegner? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Da müsst ihr doch auch Probleme mit haben. Ohne Anvisieren kämpfen? Oh nee. Das macht doch keinen Spaß.
Da muss ich ja die ganze Zeit den Stick auch noch bewegen und... Voll ätzend. Mehr Spaß, als sich über das Anvisieren zu ärgern. Ja, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ne, auch nicht wirklich Anvisieren benutzt. Ey, das finde ich... Mir ist das halt voll wichtig, weil ich die Kamera nicht die ganze Zeit steuern will bei solchen Kämpfen. Aber ja, es sieht fast so aus, als müsste ich es doch irgendwann mal tun, ha? Huh? Ich will halt ready sein mit dem Daumen auf der Ausweichentaste, auf der Rollentaste. Ich will bereit sein mit dem Daumen. Wenn es doch die Funktion gibt mit dem Anvisieren, dann finde ich's schwierig. Also, ja, mein Daumen hat nichts bei einem Bosskampf, meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung, dass mein Daumen für mich selber bei einem Bosskampf nichts auf dem Stick verloren hat. Da, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hier auch gerade eben. Einfach, dass der aus dem Fokus rausgegangen. Ich war vor dem... Da habt ihr es wieder gesehen, ne? Und hier geht's auf einmal. Hier kann ich super im Fokus bleiben. Hier wieder nicht. Ich treff nichts, ne? Ich treff nichts. Schon wieder aus dem Fokus, obwohl ich eigentlich... Also ganz, ganz seltsam. Damit gebe ich Kontrolle ab? Nee, ich kontrolliere doch immer noch alles. Ja, außer die Kamera, richtig. Aber die brauche ich ja nicht kontrollieren, wenn das Anvisieren funktioniert, was es hier nicht tut. Aber das Spiel würde gerne funktionieren. Und das ist halt dann ein bisschen scheiße. Es ist halt auch eine persönliche Sache, ne? So, ich würde gern so spielen, weil ich meinen Daumen nicht auf dem Stick haben will. Wie gesagt, vielleicht wird's besser mit dem neuen Gamepad, weil dann kann ich nämlich die Kamera unabhängig vom Rollen steuern. Dann muss ich nur fürs Heilen einmal kurz. Wobei selbst das Heilen kann ich auf einen der Mittelfinger legen. Oder auf... Ja, das ist das Einzige, was ich ja dann machen muss. Weil A brauche ich nicht. Oder brauche ich A für irgendwas? Nö. Und Y auch nicht.
Also beziehungsweise Kreuz und Dreieck. Kreuz und Dreieck braucht man ja nicht beim Kampf. Dann habe ich links Heiltrank unterm Controller und rechts Rennen und dann ist meine Kamera, mein Daumen frei für die Kamera. Just for fun, die Steuerung mit Maus und Tastatur. Um Gottes Willen. Hallo? Ich kann nicht rennen. Oh Gott, auf Steuerung mache ich das? Wo renne ich? Ah, auf Leertaste. Lol. Wow. Wo sauf ich? Keine Ahnung. Ich müsste erstmal die Maus-Sensitivität runterstellen. Nicht mitten im Fight. Wann dann? Wann lohnt sich's denn? Okay. Ah, so nehme ich einhändig, zweithändig. Ah, da würde ich saufen. Okay, ich muss unbedingt die Maus-Sense runterstellen. Auf 1 vielleicht? What the fuck? Da hat sich nichts verändert. Hallo? Auf 0? Es verändert sich nichts. Es ist immer noch gleich. Wo kann ich das bestätigen? Ah, nee, warte, was? Nein. Die Maus-Sense hat sich nicht verändert. Geil. Zwei Kameramodi. Ach so, dass das hier jetzt gerade deswegen, okay, verstehe, dass der das nicht automatisch schluckt hier. Oh Gott. Leertaste rennen ist auch so, wie kann man sowas machen? Wie kann man sowas tun? Na, da habe ich nicht drauf geachtet, was er macht jetzt. Ach so, und ich werde zweimal getroffen davon. Geil. Ich werde davon zweimal getroffen. Also wenn ich jetzt nicht, da müsste ich jetzt tatsächlich in die Steuerung reingehen und ein bisschen tiefer rumprobieren. Wenn ich jetzt nicht Rennen auf Leertaste hätte, dann könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Und wenn ich jetzt nicht so, also tatsächlich eine Mausgeschwindigkeit von 5000 hätte, dann könnte ich mir das vorstellen mit Maus und Tastatur. Aber ich finde solche Spiele irgendwie immer schöner mit Controller. Es ist ja immersiver, man ist eher drin. Ich finde, Maus und Tastatur ist so ein Shooter-Ding für mich. Wenn ich keinen Shooter spiele, dann brauche ich auch keine Maus und Tastatur, ganz ehrlich. Das bin ich lieber mit dem Controller unterwegs. Aber ich habe ihn gerade schön beobachten können. Also das war ein Riesenvorteil. Das war tatsächlich ein Riesenvorteil mit der Maus.
Ich denke, ich wäre mit Maus und Tastatur wahrscheinlich besser. Wegen diesem Grund, wegen dem Kameragrund hier. Vor allem bei ihm halt. Vor allem bei ihm. Ich darf nicht dreimal hauen. Es geht einfach nicht. Ich habe nicht die Zeit dafür. Wow. Was war das? Wieso bin ich hier? Man sieht wieder nichts. Die Kamera dreht sich in die eine Richtung mit. Und in die andere nicht mehr. Dann guckt man plötzlich. Das ist so schlecht, ne? Ah. Dann guckt man plötzlich weg vom Drachen. Und dann geht der Drache wieder seinen Meter nach hinten. Und da geht die Kamera nicht mehr mit. Es ist der reinste Abfuck. Da, ja, jetzt in die Richtung geht die Kamera natürlich nicht mit, wenn der Drache nach hinten geht. Ist das doof. Ah, ist das doof. Ja. Gut. Ich bin schon drüber über die Viertelstunde, die ich bei dem verbringen wollte. Das heißt, jetzt geht's wieder zurück zum anderen. Servus, Lukas. Willkommen beim... ich beschwer mich Simulator, keine Ahnung, wie nenne ich sowas? In der Salzgrube, im Salzbergwerk, oder im, ja, sowas in der Richtung halt. Ich bin ziemlich angefressen, ich habe die letzten beiden Bosse von Dark Souls 3, beschwer mich Simulator, ja. Ich habe die letzten beiden Bosse von Dark Souls 3 vor mir, ich habe sie beide gefunden und... Es ist einfach der Horror für mich. Es sind die schlimmsten Mechaniken. Der eine ist ein kleiner Zappler, der Magie-AOE macht. Und der andere ist riesengroß, wo die Kamera nicht richtig funktioniert. Es ist der Horror. Es ist... es ist so der Horror. Ich würde lieber nochmal den namenlosen König bekämpfen und neu lernen, als auch nur einen von diesen beiden. Ey, dieser Move ist so zum Kotzen. Ach, leg mich doch am Arsch.
Ah. Du magst die beiden mehr. Ja. 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 Persönliche Präferenz auf jeden Fall. Das ist... Ich kann dem hier wirklich gar nichts abgewinnen. Keinen von beiden. Also, ja, es geht. Die erste Phase ist ganz nett. Hier bei dem hier. Die erste Phase ist ganz nett. Und auch die zweite Phase ist okay. Es ist ganz nett. Er hat halt so kleinere Gemeinheiten, die einen Nerv von mir kitzeln. Er hat so kleinere Gemeinheiten, die einen Nerv kitzeln bei mir, der dann den ein oder anderen Wutmoment auslösen könnte noch. Wir werden sehen, wie schlimm es wird. Mist. Mist. Ah. So, und jetzt ist hier Schicht im Schacht. Scheiße. Warum schließt sich meine Verbindung zu OBS? Das verstehe ich immer noch nicht ab und zu. Naja, egal. MIDI habe ich anfangs auch gehasst. Lieben gelernt, okay. Geld von Anfang an richtig spaßig. Im New Game Plus über 10 Minuten gegen den gekämpft. Holy shit. Ja, ich meine, ich bin mir sicher, wenn man Rollen geil findet, dann ist der Gegner cool. Aber ich finde halt auch Rollen nicht geil. Fuck you, Mann. Thank you.
Ah, zu früh gesoffen. Scheiße. Ach, dämliche Brutzelkacke, ey. Ja, und dann habe ich keine Zeit zum Saufen. Verstehe ich nicht. Tja, wie gesagt, ich könnte ja, die erste Phase von ihm ist mit dem anderen Schwert echt easy peasy, aber in der zweiten Phase habe ich keine Zeit, die Angriffe zu starten mit dem großen Schwert. Scheiße. No time to drink. No time to drink. Zweimal Schaden bekommen, weil ich trinken wollte. Und das nicht der richtige Moment dafür war, zu saufen. Warum renne ich eigentlich hier hin? Ich habe ja hier eh nichts. Ach so, ja, wir machen jetzt ganz wilde Moves wieder. Ja, keine Ahnung, Alter, keine Ahnung. Ich hasse diese Bewegung. Das ist eine der Bewegungen, die mir die ganz, ganz übel an einem Nerv kratzen, der mich zum Ausrasten bringt. Und ich unterdrück das die ganze Zeit ganz, 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 ganz kräftig, damit ich nicht ausraste. Wahrscheinlich platzt mir irgendwann eine Ader. Oder ich gehe einfach weinend. Ich fange an zu heulen und mache den Stream aus und die Aufnahme zu Ende und... Und der andere Move, der mich... Ja, der da. Der da. Genau der Move ist. Der andere, der... Das da. Das. Da, wo er einfach... Ach, Shidi. Nee, geht...
Ja, ist ja gut. Und er hört nicht auf. Und er hört nicht auf. Sind die Gesichter von den Gegnern direkt, nachdem ich gekillt wurde? Echt? Was? Die Gesichter? Hinter mir einen Boxsack aufhängen und nach jedem Try, ja, wäre auch eine Idee, ne? Ach ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Reicht dann auch wieder. Dir war schon sehr oft danach auf deinem Monitor zu schlagen. Ey, es könnte durchaus sein, dass das bei mir nicht so krass der Fall ist, weil ich nach so einem Kampf, wenn ich tot bin, immer sofort in den Chat gucke. Also die Gesichter oder das, was nach meinem Tod kommt, ist gar nicht mehr relevant für mich in dem Moment, sondern ich bin sofort bei euch, beim Chat. Ob ich irgendwas, auch gedanklich so meistens, außer ich habe gewonnen. Dann bin ich natürlich auch erstmal kurz euphorisch. Alter, ich check's nicht, ne? Ich check es nicht, was er da tut. Es ist so, sieht so random aus. Also, es ist nicht random, ne? Aber, oder auch das ist... Warum mir das Schaden macht, wenn er mit der flachen Seite von seinem Schwert auf den Sand klopft? Warum sollte mir das Schaden machen? Diese Bewegung. Ja, keine Chance. Wenn man komplett alleine mit seiner Wut ist, ja. Ey, ich bin auch... Ich glaube, ich habe auch schon länger nicht mehr so... Also ich bin auf jeden Fall abgehärtet. Da gibt's einige Momente bei Dark Souls 1 oder 2? 1? Ich glaube bei 1. Gibt's einige Momente, bei denen ich wirklich laut geschrien habe. Und mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm. Okay. Ei. Aber ich merke auch, ihr werdet auch alle ein bisschen müde, ne? Kann sein? Kann das sein? Ihr seid auch alle ein bisschen müde. Oder ihr macht irgendwas anderes. Anstatt meinem Unsinn hier zuzuschauen, meiner Unfähigkeit.
Ach ja. Ey. Ach, wie ich diesen Move hasse. Es ist so dumm. Wie so ein kleines Äffchen zappelt da rum, ey. Das ist voll... Oh. Sieht scheiße aus. Es fühlt sich scheiße an. Es ist hart zu ertragen, aber du leistest mir trotzdem Beistand. Du redest von meiner Unfähigkeit, vermute ich. Ach komm, ey! Alter! Nee, keine Frisbees! Will ich nicht. Und die scheiß Armbrust, Mann. Wir haben's gesehen. Du hast eine Armbrust. Ja, mit 10 fand ich sowas auch cool. Und Frisbee spielen fand ich schon immer scheiße. Ach. Dieser dämliche Lichtbumerang. Aber die zweite Phase gefällt mir besser als die erste. Und die dritte ist einfach nur Abfuck. Weil hier... Hier zappelt er halt so richtig seltsam wie so ein kleines Äffchen in der Gegend rum. Oh oh, das war schlecht. Ich habe nicht auf meine Ausdauer aufgepasst. Ah, Mist. Okay, trifft nicht. Hey, ich meine, mittlerweile muss ich ja für die erste Phase schon mal fast nichts mehr saufen, ne? Ah, nee, wieder nicht auf die Ausdauer aufgepasst. Shitty. Shit. Und dann...
kommt das allerschlimmste Schlimm-Timing auch zum Tragen, dass ich nämlich zwischen seinen Angriffen so gut wie gar nicht saufen kann. Weil das Timing genau so reinpasst, dass er mich auf jeden Fall trifft, entweder vorher oder nachher. So, kleines Äffchen. Komm her, kleines Äffchen. Hast du deine Mama verloren? Okay. Klar. Ab welchem Punkt ist denn hier jetzt vorbei? Danke. Lassen wir das für heute einfach sein. Es ist doch keiner von beiden in dieser Folge gestorben. Das tut mir vielleicht ein bisschen leid, weil ich es wirklich gehofft und auch versucht hatte. Ja. Ich denke, ich werde das auch erst wieder in einer Woche probieren. Da muss jetzt Gras drüber wachsen. Ich denke auch, wenn es dazu kommt, werde ich zwischenrein auf jeden Fall irgendwas anderes streamen müssen. Da wird es dann mal jetzt irgendwie eine Stunde irgendwie was anderes geben. Ich weiß nicht, vielleicht tatsächlich Hello Kitties Ponyhof oder so. Aber YouTube... Es hat nicht geklappt. Es sollte nicht sein, YouTube. Es sollte nicht sein in dieser Folge. Es tut mir leid. Die nächste Folge stirbt hoffentlich einer von beiden. Danke fürs Einschalten und schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.